willkommen bei Gesichter des Sports. Heute sind wir zu Gast bei Heiko Jabusch, dem, man kann schon sagen, Pionier des Sommerbiathlons in Oldenburg. Hallo Heiko. Hallo Bernd, danke. Sommerbiathlon. Hm. Jeder kennt den Biathlon im Winter. Jetzt wieder Olympia, ganz aktuell. Was ist der Unterschied, Sommerbiathlon? Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich sagen wir dann einfach auch Winterbiathlon, auch wenn jeder normale Mensch immer Biathlon sagt. Ursprünglich tatsächlich ist das eine Variante der Regeln. Wenn man ins Biathlon-Regelwerk der IBU, Internationalen Biathlon Union, reinschaut, dann gibt es da eben den traditionellen Winterbiathlon, mhm, und dann gibt es verschiedene Sommervarianten, wie wir das kennen, was die Profis im Sommer machen mit den Rollern-Ski, den Crosslauf-Biathlon, das ist dann das, was wir tun, und es gibt witzigerweise auch noch den Mountainbike-Biathlon, das ist aber das Kleinste. Okay, Mountainbike auch noch? Gibt es auch, aber ich wüsste tatsächlich nur von zwei Wettkämpfen in Deutschland. Mhm. Ist tatsächlich in der Realität mehr eine Trainingsvariante der Profis. Und welchen Unterschied habt ihr jetzt speziell zum Winter? Ihr tragt jetzt das Gewehr nicht mit euch rum. Richtig, mhm, das wäre ein bisschen schwierig, weil wir ja beim Laufen, wie du selber weißt, als Läufer, mhm, eher eine eher hüpfende Bewegung haben und das täte am Rücken dann doch wahrscheinlich nach wenigen hundert Metern weh. Und beim Gleiten des Skiers ist das natürlich einfacher. Aber ansonsten ist das alles auch tatsächlich maßstabsgetreu, nenne ich das, mhm, ganz gerne. Auch die Zeitverhältnisse, unsere Strafrunde ist kürzer, dafür sind unsere Streckenlängen kürzer. Aber die Gesamtlänge eines Rennens ist aufgrund unserer niedrigen Geschwindigkeit und der höheren Geschwindigkeit beim Ski ungefähr gleich. Also wenn wir einen Sprint laufen, sagen wir, ich vielleicht nicht, aber jemand, der das wirklich, wirklich gut kann und auch noch ein junger Mann ist, der wird natürlich ähnliche Zeiten laufen wie ein Winterbiathlet. Mhm. Ansonsten, die Waffen sind die gleichen, die wir benutzen, abhängig natürlich von der Disziplin, aber wir kommen dann eben zum Stand. Da stehen die Gewehre, wir nehmen uns die Gewehre, machen unsere Schießeinlage und je nach Regelwerk eben Strafzeit, Strafrunde oder bei den Staffelwettkämpfen, genau wie im Winter, eben Nachlader. Und dann wieder runter vom Stand, Gewehr weg und ab auf die Strecke. Mhm. Und ihr habt ja im, bleiben wir beim Winterbiathlon, die schießen mit Kleinkalibergewehren. Ja. Und ihr schießt aber beide, Kleinkaliber und Luftgewehr. Wir schießen auch Luftgewehr. Das ist, ich sag mal, von den Betriebskosten, ist vielleicht ein schöner Ausdruck, ist es einfach unfassbar viel günstiger. Also wenn du trainierst, bist du höchstens bei einem Zehntel der Kosten, weil die Munition für das Kleinkalibergewehr natürlich sehr viel aufwendiger, mhm, ist, sehr viel teurer ist. Plus musst du erstmal die Trainingsgelegenheiten haben. Hier in Oldenburg sind wir auch der einzige Verein im gesamten Nordwestdeutschen Schützenbund, der Trainingsmöglichkeiten für Kleinkaliber hat. Deshalb richten wir auch die Landesmeisterschaften aus. Ist auch die anspruchsvollere Disziplin, weil das Schießen eben sehr, sehr viel schwieriger ist als mit dem Luftgewehr. Aber mit dem Luftgewehr ist es doch noch relativ weit verbreitet und ich kann es eben auf normalen Schießständen bei Schützenvereinen oder Schießsportvereinen dann auch durchführen. Mhm. Und wie sind da die Abstände jetzt? Also vom Schießstand zur Scheibe, sind die da? Also wenn wir mit dem Kleinkaliber schießen, ist es zu 100% wie im Winterbiathlon. Mhm. 50 Meter, gleich große Klappanlage. Wir haben also im Liegen ein 45 mm Ziel. Wir haben im Stehen 110 mm Ziel. Alles ganz genauso. Und schießen wir mit dem Luftgewehr, ist das Ganze auf 10 Meter. Tatsächlich ist das auch so, dass im Winter auch mit dem Luftgewehr geschossen wird, aber nur bis sie 14 sind. Das ist bei denen also quasi so das Ranführen an die Technik, wo man dann eben sagt, gut, im Luftgewehr ist alles ein bisschen einfacher, ich habe keinen Rückstoß, mhm, der Gefahrenbereich ist deutlich geringer, weil so ein Luftgewehr nach wenigen Metern die Energie verliert. Im Gegensatz zu so einem Kleinkalibergewehr ist halt ein Riesenunterschied noch. Mhm. Welche Laufdistanzen gibt es da jetzt beim... Mhm. Wenn wir über den reinen, ich sag mal, ich nenne es schon fast klassischen Sommerbiathlon, da kommen wir sicher auch noch zu den spannenden Regeländerungen, reden, dann haben wir bei den Herren den Sprint mit 4 Kilometern, Damen wären das 3 und 6 Kilometer beim Massenstart oder 5 eben bei den Damen. Hm. Und auch da dann, genau wie beim Winter, Sprint, 2 Schießeinlagen, Massenstart 4. Aber so Verfolger, den gibt es ja jetzt nicht beim... Doch, eigentlich schon, wird aber selten gemacht. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es keine Profis sind. Wenn wir bei den Profis gucken, da sind die Abstände nach dem Sprint minimal. Mhm. Bei uns kann das schon auch bei der deutschen Meisterschaft schon mal sein, dass man dann sagt, so komm, das lohnt jetzt nicht wirklich, da noch ein Verfolgungsrennen von zu machen. Der Ausgang ist sowieso klar. Aber ich erinnere mich, 2012 hatten wir zum letzten Mal bei der deutschen Meisterschaft ein Verfolgungsrennen. Mhm. Und das hat ja damals Silvia Hoppe dann auch gewonnen. Obwohl sie beim Sprint Zweite war, konnte sie sich dann im Verfolgungsrennen dann doch noch auf Gold vorschieben in ihrer Altersklasse. Mhm.
Silvia Hoppe, die ist mit dir zusammen Landestrainerin. Ja, sie hat sich da jetzt aufgrund beruflicher Verpflichtungen ein bisschen rausgezogen, unterstützt aber noch am Rande. Aber wir haben das, genau, das Kader oder den Aufbau des Kaders haben wir zusammen durchgeführt. Mhm. Das ist auch noch nicht so lange. Wir konnten da den Landesverband auch überzeugen, dass das eine sinnvolle Sache ist, neben den traditionellen Schießsportarten, die doch sehr statisch, sehr, sehr auf Konzentration ausgelegt sind, eben auch was Dynamischeres zu machen, ein bisschen mehr Action reinzubringen. Und das wurde auch sehr gut angenommen. Da haben wir auch vom Landesverband sehr, sehr große Unterstützung bekommen. Vom, ich sag mal, hauptamtlichen Landestrainer über den Ausbildungsreferenten bis zum Präsidenten. Also das war ein bisschen auch überraschend. Da mussten wir anfangs ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Da gab es natürlich dann auch, ich sag mal, Reibereien mit den anderen Kadern, weil natürlich ein bisschen Geld irgendwo abgezogen werden musste. Aber wir haben da auch sehr, sehr viele Erfolge bundesweit erringen können. Wir haben auch viele Leute in den Bundeskader schon bringen können. Insofern verstummten die Kritiker dann relativ schnell. Und gelaufen wird auch ähnlich wie beim Ski jetzt im Gelände? Ja, tatsächlich wird das bei der deutschen Meisterschaft normalerweise auch auf den Strecken, die wir auch aus dem Fernsehen kennen, gelaufen. Also so Oberhof oder sowas, das ist wirklich dann genau auf der Bahn. Ist für uns, den Crossläufer, natürlich dann unfassbar viel schwieriger als für den Skiläufer, weil die natürlich ganz oft dieses Ausgleiten haben und einfach sagen können, hier kann ich mal einfach mich ein bisschen entspannen. Ist bei uns nicht das so. Gibt's gar nicht. Haben wir nicht. Das heißt, ich hatte auch vor ein paar Jahren mal die Gelegenheit, bei Gerald Hönig zu hospitieren, dem Bundestrainer der Damen im Winter. Mhm. Und der war so nett zu sagen, so der Crosslauf-Biathlon ist der schwierigste. Keine Ahnung, ob er nur geschmeichelt hat, aber das war zumindest nett gesagt. Ja, man kann dich ja wirklich nicht ausruhen. Das ist ja, wobei richtig ausruhen können die sich im Endeffekt auch nicht. Die können ein bisschen mit dem Puls runter, aber nicht das, was man allgemein unter Ausruhen jetzt versteht. Richtig. Ne? Also eine lohnende Pause ist es natürlich nicht bei keinem. Und in beiden Varianten des Biathlons werden wir alle mit sehr hohem Puls schießen müssen. Und das ist dann eben Aufgabe des Trainers, den Sportlern das entsprechend beizubringen, dass man dann sagt, einfach gnadenlos Rhythmus. Es ist völlig egal, wie kaputt du bist. Du musst einfach in deinem Rhythmus bleiben. Und nach so und so vielen Sekunden ist einfach dein Gewehr im Ziel drin. Du zielst noch ein bisschen, zweite Zentrumsberührung und der Schuss bricht. Und wenn du es in dem Zeitraum nicht reingekriegt hast, dann wirst du den Schuss idealerweise nicht abgeben, sondern so tun, als ob du noch einen Sechsten hast. Mhm. Damit du einfach immer in diesem Rhythmus bleibst. Und da gibt es eigentlich fast keine Ausnahmen. Außer, ich sag mal, Sturm oder sowas, wo man dann wirklich vielleicht mal versuchen muss, wir sagen dann, das Schießen unter Kontrolle wiederzunehmen. Ansonsten ist das alles versucht, über eben unglaublich viele Wiederholungen in die Automatisierung reinzubringen. Das heißt, wie häufig müsst ihr Schießen trainieren? Ich sag mal, wenn du das richtig gut machen willst, bist du eigentlich schon bei 5 Trainingseinheiten die Woche, also kombiniert, dass du sagst, Laufeinheiten separat, vielleicht reine Präzisionsschießeinheiten nochmal, aber eben auch dann das Komplextraining, wie wir das nennen. Das ist natürlich, klar, wirst du auch kennen, über den Saisonverlauf verschieden. Im Winter trainieren wir beide Sachen komplett separat, das heißt, am Schießstand benehmen wir uns quasi wie Sportschützen, versuchen wirklich auch die Mitte zu treffen und nicht nur irgendwo das Ziel. Das heißt, wir gehen da oft weg von den Klappanlagen, schießen auf Papier oder eben moderne elektronische Anlagen, um eben auch dem Schützen beizubringen, dem Sportler beizubringen. Versuch es möglichst eng beieinander zu kriegen, denn wenn du das hinkriegst, dann ist es auch unter körperlicher Belastung nicht so schlimm, wenn die Gruppe ein bisschen auseinander geht. Klar, ne? Und dann führt man eben zur Saison hin beide Sachen langsam wieder zusammen. Das heißt, im Schießen haben wir zum einen die Präzision, die Geschwindigkeit und beim Laufen die Grundlagenausdauer. Und dann gehen wir in den Bereich bisschen Belastung mit Schießen und dann steigern wir das, sodass wir dann in wettkampfnahe Belastungszonen dann zur Saison hinkommen, wo wir dann auch versuchen, dann im Verein dann oder im Kader selber dann in diesen Bereichen dann wirklich auch noch das Feintuning zu machen. Im Biathlon hat sich ja was geändert am Schießstand. Früher Tempo raus, um den Puls runterzukriegen. Heute gehen die Vollfahrt bis an den Schießstand ran. Ja, machen wir auch so. Ist das bei euch auch so? Das machen wir auch so. Das ist tatsächlich auch bei uns das Moderne. Wir können ja auch mal ein bisschen überleiten. Im Sommerbiathlon war das jetzt noch nicht so kritisch. Da konnte man bei den langen Strecken schon auch sagen, so, ich nehme ein bisschen Tempo raus, ruhe mich ein bisschen aus. Ich habe ja eine relativ lange Laufstrecke. Mhm. Und wir haben jetzt neue Disziplinen, Target Sprint, wo wir dann echt eine ganz, ganz kurze Strecke haben, alles wesentlich
rasanter, wo ich dann sage, so, puh, das ist echt, Sommerbiathlon ist so ein bisschen Zeitlupe im Vergleich dazu. Mhm. Da besteht die Möglichkeit nicht mehr. Und da bilden wir jetzt einfach auch so aus, renn zum Schießstand, nimm dein Gewehr, stell dich hin, mach alles so, als ob du schießen könntest und dann sieh zu, den Moment, dich da vielleicht noch einen Moment auszuruhen, bis du merkst, alles klar, ich habe es soweit unter Kontrolle, dass ich auch schießen kann. Und damit gewinnen wir natürlich unglaublich viel Zeit. Wenn wir den Anlauf langsam machen würden, wie das früher auch war, und sagen, so, jetzt komme ich ein bisschen runter, ich komme zum Schießstand, habe alles soweit unter Kontrolle und dann nehme ich erst mein Gewehr, baue mich erst auf, richte mich vernünftig ein, habe ich natürlich unglaublich viel Zeit verloren. Wenn ich hingegen das alles schon fertig habe, auch wenn ich noch total kaputt bin und dann merke, ach, jetzt geht's. Das sind ja viele, viele Sekunden Unterschied da drin. Ist denn dafür aber dann das Schießen länger? Nein. Also das Schießen, ist es wirklich Schießen gleiche Zeit? Ja. Und ihr gewinnt halt dadurch jetzt, dadurch, dass ihr mit einem höheren Tempo an den Stand rangeht. Richtig, genau. Also wir haben ja im Biathlon drei Leistungskomponenten, wo wir wirklich die in der Trainingslehre auch gleichberechtigt gesehen werden. Mhm. Also Schießleistung, Laufleistung und Schießstandzeit. Also das sind wirklich gleichberechtigte Faktoren und ich habe das also wirklich schon oft gesehen. Ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr der Allerschnellste, aber habe da durchaus gegen junge Männer dann noch ganz gute Chancen, weil ich am Schießstand sehr viel schneller bin und eben gut schieße. Dann können die in der Laufleistung vielleicht ein bisschen besser sein, aber die anderen beiden Komponenten müssen die dann erstmal damit wieder ausgleichen. Und das macht eben aber in großen Teilen auch die Faszination dieses Sports aus, dass du dann wirklich durch die Konzentration auf technische Feinheiten auch deine Gesamtleistung so hochbringen kannst, wo dann sagst du, da investiere ich jetzt echt die Zeit mit dem Trainer und wirklich jede Fußstellung, jede Handstellung und so wird bis zum Erbrechen wirklich dann auch verfeinert und nochmal wiederholt und jeder Fehler ausgeschlossen im Winter, damit wir dann im Sommer eben in diese Feinheiten reinkommen. Und ich sage immer, je perfekter deine Schießtechnik ist, desto höher kannst du auch deine Belastung im Laufen wählen. Das heißt also, wenn du nicht so guter Schütze, nicht so perfekt bist in der Technik, kannst du vielleicht nur mit 80% laufen. Und je besser du bist, desto höher kannst du dein Tempo wählen, an deine Belastungsgrenze gehen und sagen, ich krieg's ja hin, ich kann's ja. Ne? Na klar, wenn ich, ich sag mal, schon in Ruhe kaum treffe, dann wird es natürlich unter Belastung noch schwieriger. Richtig. Also wir hatten da auch bei uns schon ganz spannende Duelle, wo wir dann fantastische Läufer hatten. Da hatte ich überhaupt keine Chance gegen. Und da wurde das dann Duell dann wieder richtig spannend. Mhm. Auf der Langstrecke, wo ich dann verloren habe, weil er einfach auf den 6 Kilometern so viel schneller war. Und bei kürzeren Rennen verschiebt sich das dann immer wieder. Also das sind dann ganz interessant. Und da muss man dann als Trainer und als Sportler auch selber dann die Renntaktik bestimmen. Wenn man dann ein bisschen mit Spaß und Freude daran geht, dann guckt man, wie sind denn meine Gegner? Wir haben also Webseiten, wo wir eigentlich von allen in Deutschland immer die Ergebnisse sehen von allen Rennen. Und normalerweise kennt man sich. Das ist eine relativ kleine Gemeinschaft, sehr familiär. Mhm. Dass man sagen kann, okay, dieses Jahr sind die so und so drauf. Da müssen wir unser Rennen entsprechend planen. Und das ist dann auch schon wieder interessant. Da kommen dann diese taktischen Aspekte rein. Mhm. Das ist für mich dann so der Grund, warum ich dann den Biathlon, dem Schießen oder dem Rennenlaufen, also beide Sportarten, die ich eigentlich gerne mache, dann vorziehe, weil dann eben dieses Mindgame, diese Sachen im Kopf noch dazu kommen, die das Ganze dann irgendwie noch mal spannender machen. Ja, ich sag mal, das ist ja Faszination beim Biathlon auch. Da läuft einer vorne weg, versagt am letzten Schießstand und auf einmal kommt er nicht mehr aufs Treppchen. Ne? Das ist halt nicht so wie beim Laufen, wo ich sag mal, ein Georg Dietrich vorne wegläuft, da sagt man nach 8 Kilometern, okay, der wird das Ding gewinnen. Das ist bei da passiert nichts mehr. Kann dann noch alles Mögliche passieren. Genau, und wir kennen das ja alle, wie man mitfiebert so und dann, und man, gerade als Trainer weiß man ja, wie die Schützen ticken. Sind das welche, die Nerven haben, wo, das ist denen komplett egal. Oder sind das welche, die durch bestimmte Situationen zum Wackeln gebracht werden? Mhm. Und das ist dann ganz, ganz spannend. Ja, da kann ein Psychospielchen auch losgehen, ne? Absolut, absolut. Wäre auch nicht das erste Mal. Mhm. Also auch auch unbewusst. Wir sehen das dann tatsächlich auch bei jungen Sportlern, die dann irgendwie vor dem Rennen halt noch irgendwie mal zeigen, wie fit sie sind und alles Mögliche und dann erstmal hier den Larry raushängen lassen, um die anderen eben auch einzuschüchtern. Und das auf der anderen Seite ist ja gerne bei Boxern oder auch bei Sprintern, die ja auch so erstmal den Larry raushängen lassen, um zu zeigen, hier, ich bin der Bessere. Genau, ist so. Aber da musst du dann eben auch als Trainer gegenarbeiten. Mhm. Und wir bilden da eben aus, wirklich Tunnel, Konzentration oder eben auch eigene Psychospielchen. Kann man ja machen.
wenn man das einmal klar beleuchtet hat, auch, es hilft ja ganz oft auch, wenn man diese Spielchen der anderen einmal aufzeigt und sagt so, das machen die vielleicht unbewusst, aber das machen die als Dominanzgeste. Könnt ihr annehmen? Ist vielleicht nicht die beste Idee. Oder ihr kontert das, ihr könnt ja auch mal fragen, zurückfragen. Irgendein Rennen bei denen ist ja auch immer schief gelaufen. Kann man ja Bezug drauf nehmen und solche Sachen. Das ist ja mit einer freundlichen Nachfrage. Also das ist ja ganz lustig. Also schon auch eine Art Mentaltraining, ne? Ah, definitiv, definitiv. Haben wir jetzt beim letzten Kadertraining auch gemacht, dass wir wirklich am runden Tisch auch im Schulungsraum Rennen durchgespielt haben mit Playmobil-Figuren, wo dann quasi erstes sucht mal eure eigene Playmobil-Figur aus, fand ich jetzt auch nicht uninteressant, was die dann alles da anschleppten und dann wirklich Rennsituationen dargestellt. Wie macht ihr das, was macht ihr jetzt und wie lauft ihr an die Leute ran und solche Geschichten, wie wählt ihr euer Tempo? Dann wirklich auch diese Psychospielchen und diese Taktik im Wettkampf, die ja wirklich auch wettkampfentscheidend sein kann, dann auch vorzubereiten. Und das ist für mich eben alles, macht Riesenspaß, sowas. Aber das ist ja ein Sport, der eigentlich von Quereinsteigern lebt. Definitiv. Es ist ja keiner, definitiv, der mit 6 Jahren anfängt mit Biathlon, sondern in der Regel. Ja, genau. Wer präferiert er dafür? Zielgruppe? Ein Läufer. Läufer oder? Läufer. Hm? Läufer, definitiv. Heißt, also ich sage eigentlich immer gerne, wer laufen möchte, der tut es sowieso schon. Und einem guten statischen Schützen werde ich nicht die Freude am Laufen beibringen. Das geht nicht. Der hat dann vielleicht am Schießstand Vorteile, aber wenn es ihm keinen Spaß macht, nach draußen zu gehen, loszurennen und diese Freude zu empfinden, die wir Läufer ja haben, dann wird das nichts. Insofern, der Sommerbiathlon, auch ganz klar, ist ein Laufsport mit Unterbrechung zum Schießen. Und bei denen, die gute Läufer sind, die sind auf jeden Fall ganz weit vorne, die guten Schützen nicht. Beim Tagessprinter geht das so ein bisschen Pendel, aber doch schon Richtung Schießen, oder? Ja, kann man tatsächlich schon sagen. Also Tagessprint ja die modernere Variante. Wir hatten ja im Vorgespräch, dass das jetzt das Internationale ist. Früher war es der Crosslauf-Biathlon mit dem Kleinkalibergewehr, wo es dann Weltmeisterschaften gab. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Und jetzt haben wir den Targetsprint, 3x400 Meter, mit dem Luftgewehr und schießen, bis alles getroffen ist. Und durch dieses Schießen, bis alles getroffen ist, wird natürlich jetzt der gute Schütze wieder ein bisschen präferiert. Und der gute Schütze, der auch Nerven aus Stahl hat. Weil wir eine permanente Duellsituation haben. Du läufst die 400 Meter, bist da noch etwas über einer Minute, je nachdem am Schießstand. Und es kommen im Regelfall zum ersten Schießen alle gleichzeitig an. Und dann geht es wirklich darum, Nerven zu bewahren, Tunnel aufzubauen. Und gerade bei Sportlern, die das neu machen, sieht man dann oft, dass die sich umgucken, so, was macht der andere? Und es ist natürlich, es ist alles vorbei in dem Moment. Ja, aber das sieht man ja auch bei jungen Läufern, ne? Die dann gucken, wo ist mein Gegner und auch im Schlusssprint selbst sich mehr am Umgucken sind. Dann ja, das stimmt, ne? genau. Das ist ähnliches Ding. Ist vielleicht gar nicht unbedingt das Alter, sondern die Erfahrung. Und wenn dann eben der Sportler später angefangen hat, dann wird er trotz eines höheren Alters ähnliche Verhaltensweisen aufweisen wie ein junger Sportler, der halt das noch nicht so lange macht, aber ja. Also Tagessprint, das ist die Zukunft vom Sommerbiathlon. Das sieht im Moment tatsächlich so aus. Ist auch so als Emanzipation vom Winterbiathlon ganz gut gelungen, denke ich. Wir hatten jetzt letztes Jahr die allererste Weltmeisterschaft im Tagessprint. Da haben die in Suhl tatsächlich die Innenstadt, den Marktplatz für gesperrt. Und das zu einer Arena umgebaut. Und das war wohl ein Riesenerfolg. Da sind die auf Asphalt da gelaufen, oder? Ja, genau. Hatten da einen Schießstand. Also ich sag mal, das Ideale wäre natürlich 400 Meter Tartanbahn. Oder auch gerne Asche, wie auch immer. Aber wir sind ja flexibel. Also das wird dann doch mehr auf flachen Ebenen Laufstrecken gelaufen. Genau. Und jetzt die nächste Weltmeisterschaft ist dann tatsächlich in Südkorea. Okay. Das ist natürlich schon einige Kosten für, ich sag mal, Hobbysportler, wie es ja eigentlich die meisten in dem Bereich sind, ne? Tatsächlich nichts, weil wenn du da hingehst, dann wirst du vom Bundesverband geschickt und der zahlt. Nett, ne? Ich hab auch schon, bin so knapp davor zu überlegen, ob ich versuche, mich zu qualifizieren. Für die Senioren. Nee, es gibt nur eine Altersklasse. Ach so. Ja, also tatsächlich Junioren und Erwachsene. Ja. Ja, ihr habt ja so die Altersklassen ein bisschen anders als in anderen Sportarten. Ja. Die sind ziemlich weit gefasst. Ja, ist ziemlich gnadenlos, muss man echt sagen. Wir haben Ältere schon ziemlich,
eigentlich in den Leistungsbereich zusammen, wo du eigentlich gar nicht konkurrieren kannst vom Körperlichen. Gott, es ist ja mein Problem, dass ich zu alt bin, ne? Ja. Insofern ist es ja eigentlich eher der Sportsgedanke zu sagen, es zählt die Leistung. Und wenn der einzelne Sportler es eben nicht mehr so kann, Bis wohin geht die Hauptklasse? Das war jetzt bis vor kurzem bis 45. Mhm. Und jetzt? Wir ändern das jetzt gerade. Also wir gehen jetzt auch tatsächlich auf 10 Jahresabstände. Das gilt aber dann nur national. Mhm. International gibt es einfach keine Altersklassen. Das ist dann ähnlich wie bei Olympia. Wenn wir den beim Winterbiathlon gucken, gibt es ja auch. Ola Einar Bjørndalen, wobei genau, der sich leider diesmal nicht qualifiziert hat. Mehr. Ja, trotzdem, aber der Mann ist nur wenig jünger als ich. Also das ist schon so. Ha. Das ist, der ist noch da leistungsmäßig. Ja, genau. Ich muss sagen, der Mann ist tatsächlich ein Vorbild, ganz klar. Mhm. Und ich mache den Sport ja auch noch nicht so lange. Und ich habe meinen ersten Landesmeistertitel mit 40 errungen. Da habe ich mich auch schon sehr, sehr gefreut und gedacht, ha, das ist ja so ein bisschen, natürlich auf einem ganz, ganz anderen Niveau ein bisschen so, aber es war mir schon eine riesengroße Freude, dann die jungen 25-Jährigen da im zweiten Jahr schon besiegt zu haben. Das war schon ganz lustig. Jetzt hast du natürlich, weil du den Tagessprint machst und du machst Sommerbiathlon, Luftgewehr als auch Kleinkaliber, natürlich eine ordentliche Waffensammlung. Du spielst darauf an, dass wir hinter uns was vorbereitet haben. Ja, genau. Und uns die Waffen mal angucken. Richtig, die junge Assistentin brennt ja quasi drauf, uns die Sachen mal anzureichen. Magst du mal anfangen vielleicht mit dem Target-Sprint-Gewehr? Rot ist das. Genau, leuchten, ne? Da ist dann die Nervosität dann doch auch da. Ja, erstaunlich, ne? Ja gut, aber sie ist neu, hat sie gesagt. Aber dafür macht sie das echt toll. Ja. So, hier haben wir was ganz Besonderes. Kannst du das mit der Kamera sehen? Kannst du das sehen? Hier steht extra Target-Sprint. Das hat was mit dem neuen Regelwerk zu tun, dass die Skisportföderation eben sagt, wir würden gerne die Kosten möglichst niedrig halten und eben mit den Standard-Equipment auch arbeiten können. Mhm. Ist für uns eine tolle Sache. Wir haben deshalb als Landesverband gesagt, liebe Skisportvereine, liebe Schützenvereine, schaut doch mal, ob ihr nicht vielleicht auch Lust habt, mit anzufangen. Ihr könnt einfach eure alten Einzelladergewehre nehmen, die ihr sowieso im Verein habt. Wir haben also auch schon in der Nähe hier einen ersten Verein, wo dann die gesamte Jugendabteilung jetzt auch nebenbei noch Targetsprint macht, mit einer Riesenbegeisterung. Mhm. Der Trainer baut inzwischen im Nebengewerbe Klappanlagen. Also die haben mich voll angefixt. Das ist also eine richtig schöne Sache. Und das hier, da freue ich mich auch wirklich drüber, da bin ich zur Firma Walter gegangen und habe gesagt, Leute, ihr habt eine gute Basis eines Sportgewehrs, das wir benutzen könnten für den Targetsprint, weil wir hier sehr schnell laden können, was ich ja vorhin sagte, diese Schießstandzeiten. Ich habe das jetzt in Trainingsmodus gestellt, da kann also auch gar nichts passieren. Ich habe denen also erklärt, was brauchen wir. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, sehr schnell diese winzigen Diabolos, das sind also diese Geschosse, mit denen wir im Targetsprint arbeiten oder auch jeder Sportschütze oder so, der wird hier mitarbeiten. Und die können wir im Prinzip da einfach mal reinschmeißen, mit dem Hebel hier zuschmeißen und zack ist das Gewehr schon geladen. Sodass wirklich ein richtig guter Schütze auch in 18 Sekunden 5 Schuss abgeben kann, komplett mit aufbauen. Hab da bei mir im Kader einen. Ich lieg noch bei über 20 Sekunden, aber bin da auch schon ganz zufrieden mit. Und das ist also wirklich eine super Basis, um damit weiterzuarbeiten. Das bringen die jetzt auch auf den Markt. Genau nach den Ideen, die wir da besprochen hatten. Auch da eine Riesenbegeisterung bei der Firma Walter, nachdem die Wettkämpfe mal gesehen haben. Und wir haben es jetzt auch so weit gemacht, dass wir in Deutschland die gleichen Regeln haben wie international. Ist ja recht publikumsfreundlich, der Tagessprint. Ne? Sehr, sehr. Weil du siehst die Wettkämpfer die ganze Zeit, im Gegensatz zu den anderen, wo du im Gelände verschwindest. Ja, genau. Auf der 400-Meter-Bahn sehe ich das eben immer sofort. Und ich habe 5 Minuten Action. Das ist Wahnsinn, auch von der Stimmung her. Also ich sehe da unglaubliche Vorteile für uns als Ausrichter. Es ist viel, viel einfacher, das durchzuziehen, weil wir nicht zum Beispiel die Strafrunden zählen müssen und solche Sachen. Das ist organisatorisch für einen Hobbyverein ein Riesenaufwand. Ich sag mal, wenn die Profis das machen, alles klar, aber auch da laufen da unglaubliche Mengen von Helfern rum. Da ist ein Marathon quasi nichts gegen. Und das dann mal privat oder in einem Schützenverein oder so durchzuziehen, ist einfach ein Riesenaufwand. Mhm. Targetsprint, es ist immer klar, wer vorne ist. Die Zuschauer sind an der Strecke, können den Leuten zujubeln, am Schießstand mitgucken. Man sieht immer genau, was passiert. Super. Man könnte es also rein theoretisch im Marschwegstadion stattfinden lassen. Ja, hatten wir auch mal überlegt.
Wird aber jetzt der Verein in Adelheide richtet jetzt eins von den Qualifikationsrennen für den Bundeskader aus. Da war auch mal im Gespräch vielleicht eins von den Rennen für die WM-Qualifikation. Und da wollten wir in Ganderkesee ins Stadion gehen, weil das andere. Aber im Prinzip ja, auf jeden Fall. Stadion ist definitiv eine Idee. Freund von mir arbeitet auch derzeit an Visualisierungen. Also der hat jetzt eine Klappanlage aufgerüstet mit Elektronik, sodass wir dann mit einem Computer die Sachen auch darstellen können, wer getroffen hat, solche Geschichten, sodass wir da so ein bisschen in diese Fernsehrichtung gehen können, wo man dann eben auch einblenden kann, was ist passiert, denn die Ziele sind mit dem Luftgewehr relativ klein. Mhm. So dass wenn wir jetzt Marschwegstadion denken, wir haben die Laufbahn, wir würden vermutlich irgendwo in der Mitte schießen, das wird dann wahrscheinlich schwer zu sehen sein. Wenn man aber das dann irgendwie auf einer Leinwand zusätzlich noch visualisiert, sagt, hier auf Bahn 1, 2, 3 ist es immer der, man hat immer eine fest zugewiesene Bahn, könnte dann die Sachen mit einblenden, dann wird das natürlich auch spannend, obwohl wir im Stadion sind und ein paar Meter weg sind von dem Schießstand. Mhm. Ja? Ja. Das ist jetzt Luftgewehr? Das ist jetzt, jetzt hätte ich fast gesagt, traditionelles Biathlon-Luftgewehr, was natürlich ein bisschen Quatsch ist. Hier eben die Möglichkeit, 5 von diesen kleinen Kügelchen reinzutun, sodass wir dann diese Klappanlagen eben mit 5 Schuss beschießen können. Das ist auch, wie gesagt, etwas, was dann im Winterbiathlon im Jugendbereich gerne benutzt wird. Wir haben hier diese Staubschutz- oder Schneeschutz-, Regenschutzklappen. Man würde so ein Magazin nehmen, das hier einführen, hat hier einen sehr schönen Repetiermechanismus. Man sieht, ich habe das mir so ein bisschen nachgearbeitet. Klar haben wir nicht wie die Profis die Möglichkeiten, da den Schaft komplett individuell fertigen zu lassen, aber so ein bisschen in der Richtung kann man dann schon arbeiten. Mhm. Ja. Und das war eben das, wo wir bisher immer die sämtliche Wettkämpfe mitgelaufen sind in Deutschland. Und jetzt eben mit dem Targetsprint, mit den Regeländerungen, kommen wir da zum einzelnen Schuss. Ja. Wir kommen ja auch zum Ende, hat man mir gerade signalisiert. Dann sollten wir definitiv noch die... Gib mir das mal bitte. Ja. Das kleine Kaliber. Genau, also das ist genau so ein System, wie es die Profis benutzen. Mhm. Wie über 90% der Profis das benutzen. Ein Anschützgewehr. Man kennt diesen Repetiermechanismus aus dem Fernsehen. Wir haben hier Magazine. Man könnte das mit so einer Halterung für den Rücken ausrüsten. Und wäre dann eben auch für den Winter komplett geeignet. Und die Winterwaffe, das ist genau die gleiche Gewichtsklasse, sag mal. Ganz genau, das ist genau die gleiche Waffe. Also könnte ich mit dem Winterbiathlon... Kannst du Skilaufen? Ja. Dann. Ich glaube, da hapert es dann eher beim Schießen. Ich wollte es ja nicht sagen. Ja. Aber dann musst du halt die Strafrunden laufen. Aber ja, könntest du. Genau das ist so ein Gewehr. Auch dann ein bisschen aufgerüstet, Laufgewicht, damit das dann nicht so wackelt. Ja. Habe ich auch noch so ein Sondermodell. So, und dann, das ist dann vermutlich die totale Biathlon-Begeisterung bei mir. Ja. Die Firma Anschütz hatte jetzt 160-jähriges Jubiläum und hat Anlass deshalb 20 von diesen Gewehren rausgebracht, die sie dann verkauft haben. Und ich hatte Glück, ich habe das allerletzte bekommen. Das hatten sie eigentlich in der Vitrine zum Ausstellen und das ist halt, ich habe ein paar Schuss damit gemacht, aber es ist, tatsächlich ist es ein Liebhaberstück. Und so ein, vielleicht, wie gesagt, einfach der riesen Biathlon-Fan in mir. Oh, nein. Na. Was legt man für so ein Gewehr hin? Ah, frag lieber nicht. Also wir haben. Wollen die Leute Interessenten ja wahrscheinlich nicht vergrauen vor vorne? Nein. Also das Schöne ist ja, das Equipment wird viel gebraucht, gekauft und verkauft. Mhm. Und du hast eigentlich nur gebundenes Kapital. Du verlierst nicht wirklich was. Wenn du sie neu kaufst, sage ich mal, so ein Luftgewehr kostet irgendwie 2.000, Kleinkaliber 3.000 Euro. Gebraucht natürlich ein bisschen weniger. Aber die Wiederverkaufspreise sind einfach klasse. Denn wir haben das, sieht man, die werden auch immer weitergegeben, auch in den Vereinen. Je nach Verein gibt es da ganz innovative Modelle, wo man dann quasi so einen Mietkauf macht oder sowas. Aber normalerweise hat jeder Verein auch so ein paar, der das durchführt, ein paar Vereinswaffen, mit denen man einfach erstmal loslegen kann. Und wenn man dann sich irgendwann entscheidet, zu sagen, ich möchte das tun, dann ist es natürlich einfach an der Zeit zu sagen, gut, da gebe ich jetzt mal 2.000 Euro für so ein Gewehr aus oder sowas. Aber eben, frag mal einen Triathleten, was ein Fahrrad kostet, ne? Der legt deutlich mehr hin, plus der Wiederverkaufswert dürfte deutlich geringer sein. Das ist richtig, der wird nicht mehr viel für kriegen. Nee, richtig. Und so eine,
so ein Luftgewehr oder auch so ein Kleinkalibergewehr, die gehen ja nicht kaputt. Normalerweise muss ein bisschen Wartung investieren, mal eine Dichtung hier, mal da. Aber ansonsten durchlaufender Posten. Nach ein paar Jahren, wenn du nicht mehr Lust hast, verkaufst es wieder und fertig. Ja, Heiko, war ein interessanter Einblick in deinen Sport, den viele vielleicht gar nicht mal so kennen. Vielleicht hat der eine oder andere ja Interesse gefunden. Ja, ich bin googelbar. Das kriegt man hin. Ja, danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und weiterhin viel Erfolg, dass du vielleicht wirklich Weltmeisterschaft oder... Ach, Quatsch. Das euer Sport etwas populärer noch wird, weil, denk mal, Tagessprint ist ja wirklich etwas spektakulärer als manch andere Sache. Definitiv, definitiv. Also wir sind da sehr optimistisch, wir haben da sportpolitisch sehr, sehr viel im Rücken, viele interessante Aussagen. Muss man einfach mal warten, wie sich das entwickelt. Okay. Ja, meine Damen und Herren, das war's mal wieder für mit Gesichter des Sports. Sollten Sie Interesse gefunden haben am Sommerbiathlon, Heiko Jabusch finden Sie unter Google im Internet. Der wird Ihnen sicher gerne weiterhelfen mit Rat und Tat. Dann bleibt mir nur noch bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.